Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir haben letztes Mal diesen Kontrollpunkt hier freigeschaltet. Und mal schauen. Hier ist ziemlich viel kaputt. Genau, wir müssten eigentlich nach oben, aber ich will nochmal schauen, weil wir sind hier runtergesprungen. Und ich will eigentlich nochmal schauen. Weil da ging es dann auf der anderen Seite. Ah, geil. Genau, da habe ich nämlich gesehen, dass es da noch einen Eingang gibt. Drehfeuerratenschub. Genau. Und jetzt geht's hier weiter. Und wir haben einen Drehfeuerratenschub bekommen. Den werden wir uns natürlich nochmal anschauen. Drehaufwerten, Griffaufwerten, nee, das machen wir nicht. Wir werten mal so auf. Wir brauchen das gar nicht. Ausrüstung. Hier. Plus 40. Okay. Nice. Hier haben wir auch was bekommen, und zwar Energiegeneration. Super. Nice. So, gut. Dann gehen wir mal hier hoch. So wie da irgendjemand mich gerufen hat. Ah, jetzt noch was. Stichziel. Falsch. Bei einer kürzlichen AWE-Untersuchung entdeckten unsere Agenten einen Lampenzugschalter im Schrank eines Bungalows in Butte. Mhm. Sie zogen daran und wurden umgehend teleportiert ins Ocean View Motel und Casino. Traumartiger Dunst! Wow. Und dort öffneten sie eine Tür mit einer umgedrehten schwarzen Pyramide. Und schnurstracks waren sie zurück im ältesten Haus, knapp 2000 Meilen von Montana. Und wir finden nun diese Kordel immer öfter hier, überall im Haus. Irgendwie gerieten die Orte in Einklang miteinander. Der echte physische Standort des Ocean View ist ein Mysterium. Es zu verlassen ist bisher noch keinem gelungen. Ein Ort der Macht. Wie das älteste Haus. Oh. Wow. Wir haben die ganze Tischplatte mitgerissen. Und jetzt ist die Tischplatte weg. So. Gut, das mit der Kordel haben wir ja schon ein paar Mal ausprobiert. Ah, hier ist der Shelter. Vielleicht ist da der Typ drin. Nee, aber da gibt's noch was. Super. Genau, also wir haben ja jetzt eine Modifikation für den Stich bekommen. Schaden beim Zielen 33%. Das ist natürlich Hammer. Sonst gibt's hier nichts wie immer. Gut. Schön, dass Sie noch Sie selbst sind. Ich muss hier raus. Wann können wir endlich hier raus? Die Wunde. Au. Der schaut echt sehr, sehr merkwürdig.
Danke, dass Sie das erledigt haben. Das, was zum Teufel das auch war. Wir halten hier gerade so durch, Boss. Wie sieht es außerhalb der Wartung aus? Das sage ich ihm. Die Wahrheit ist bitter. Aber diese Leute scheinen mit dem Tod vertraut. Die Zischer sind überall. Die Behörde ist größtenteils verloren. Um HRV für die Überlebenden in den Schutzräumen zu fertigen, brauchen wir Schwarzsteinprisma. Ich bin wegen Darlings Schwarzsteinlabor hier. Also nochmal. Tod, Verderben und bevorstehender Untergang. Ein ganz normaler Tag im FBC. Darlings Labor ist direkt hinter der Schwarzsteinverarbeitung. Aber da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, es ist gleich den Gang runter. Die schlechte ist, dass ein Zischermonster beschlossen hat, dort einzuziehen. Ganz toll also. Monster. So sagten es die Ranger. Zumindest die, die überlebt haben. Wir hängen hier in den Seilen und die Zischer werden immer mehr. Salvador würde wissen, was zu tun ist. Aber er führte scheinbar kurz vor der Quarantäne ein Sicherheitsteam in den Isolationssektor. Und ja, seitdem hat ihn keiner gesehen. Aber hey, zumindest haben wir sie. Unsere furchtlose Anführerin. Sie sollten nicht auf mich vertrauen. Sie kennen mich nicht. Wissen nicht, wie ich die Leute enttäusche. Sie haben hier gute Arbeit geleistet, Arish. Aber Sie sollten Ihre Leute jetzt in die Basis der Geschäftsleitung führen. Sammeln Sie sich dort. Ich erledige das Monster. Langsam gewöhne ich mich an die. Ei, ei, Faden. Verpassen Sie diesem Ding eine Kugel von mir. So, okay. Ein Monster. Aber was meinte sie mit, ja, wie sie oder wie wir Menschen... Ranger Truck Charlie 7 ist kurz nach 0500 Zulu von einer Expedition in den Steinbruch-Grenzbereich zurückgekehrt. Können Sie bitte Ihren Namen nennen und den Zweck Ihrer Expedition? Sunny, wie sieht's aus? Direktorin Faden. Ach, ist das schön, Sie zu sehen. Unsere Mission war es, die Koordinaten des Steinbruchrasters G29 zu kartieren. Sekundärziel war es wie immer, einen Weg vom Grenzbereich seinen Gang in der Wartung zur Formation zu führen. Sekundärziel blieb erfolgreich. Nicht aufgezeichnetes Ereignis oder eine Daseinsform gestoßen? Nein, nichts. Hey, sollten wir ihm von der Meerjungfrau erzählen? Wie bitte? Ja, die Meerjungfrau. Horowitz hier fand diese Meerjungfrau im Steinbruch, die auf einem schwarzen Felsen saß. Sie sang dieses wunderschöne Lied und er war von Verlangen überwältigt. Ach, sie war so verführerisch. Ich würde sagen, sie war eher betörend als verführerisch. Na gut, betörend. Haben Sie Ihrem Vorgesetzten davon erzählt? Nein. Weil es nicht passiert ist. Nichts ist passiert, wie üblich. Der Steinbruch ist voller Steine. Können wir jetzt gehen? Sehr witzig. Sie wurden alle getroffen. Hau ab. Sie müssen sofort in die Chirurgie. Aber ich fürchte, Sie sind nicht stabil genug, um bewegt zu werden. Gut. Meerjungfrau im Steinbruch. Ja. Genau, das wieder mit Karussellpferd. So, dann mal hier weiter, ne? Herrgott, uns geht alles aus. Hey, was geht? Hey, jetzt führ halt einmal deine Männer hier raus. Naja, okay, gut. Also. Dann wollen wir mal das Monster begrüßen. Da gehst du dann später wieder zurück. Wieso? Ups, was ist denn? Oh, warte mal. Ja, da kommen wir dann später hin. So. Warte. Nee, da ist nix. Da ist noch ein Toter. Noch ein Toter. Noch ein... Arish hat nicht übertrieben mit dem Monster.
Ja, das sind ein paar. Erstmal was lesen. Schwanenboot. Kein besonderes Prozedere nötig. Beschreibung, Gewandlung, Eigenschaft. Objekt besteht aus Glaswasser. Die Bemalung ist eine Schwanerin von. Dank der Pedale kann das Objekt im Wasser mit den Füßen angetrieben werden. Das Objekt gibt einen physischen Impuls mit einem geschwärzten. Mit einer geschätzten Stärke von ab. Mögliche Verbindung zu ODM5. Die genaue Stärke konnte aufgrund der Bedenken der Personalabteilung bisher nicht gemessen werden. Herkunft. Das Objekt wurde in einem Verleih für Freizeitaktivitäten namens am Lake auf Vancouver Island, Kanada, aufgegriffen. Nachdem es im Laufe eines Sommers zahlreiche Mitfahrer über Bord geschleudert hat, schließlich die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog. Das Objekt wurde mit dem Hubschrauber in die Behörde transportiert. Es wurde von einem Verwahrungsspezialisten begleitet, der die Formel C9 bis 32 ununterbrochen rezitierte. Es ist nicht bekannt, was sich im Helikopter abspielte, doch bei dem Absturz kamen alle Agenten ums Leben. Das Objekt wurde sichergestellt und mit dem Zug weitertransportiert. Es erreichte die Behörde ohne weitere Zwischenfälle. Okay. Ist hier jetzt der Schwan? Haben wir deswegen, war deswegen hier das, Hallo? Du hast mir die HRV gezeigt, als ich herkam. Und die Maschine, die sie herstellt. Kannst du mir helfen, an Prisma zu finden? Wo ist das Monster? Warte mal. Mein Handy macht gerade ein bisschen Lärm hier. Okay. Alter. Alter, ich bin tot.
lass uns Darlings Labor suchen. Wisst ihr, was geil war? Dass dieses Blitzen von der Waffe hat uns gezeigt, wo der Vogel ist. Ah, Gott. Das war... Der hat uns mit einem Schlag fast getötet. Alter. Ja, zum Glück hatten wir die Rüstung. Es gibt Bereiche im ältesten Haus, wo unter den richtigen Bedingungen, wenn die Frequenzen harmonieren, andere Dimensionen eindringen. Wir nennen sie die Grenzbereiche. Der Steinbruch ist einer der stabilsten davon im Wartungssektor. Dort kommt Schwarzstein her. Das hast du doch auch gehört, oder? Schwarzstein kommt aus einem Grenzbereich. Der Steinbruch. Also müssen dort auch Prismen sein. So bleibt alles stabil im Raum. Wie eine Art paranatürliches Blei. Wir erforschen zahlreiche gefährliche Dinge, die wir absolut genauestens unter Kontrolle haben müssen. Dazu dienen die Brandschneisen mit Schwarzstein. Die Containerzellen im Panoptikon. Oh, Emily, der Code, Schwarzstein, 665. Beinahe teuflisch. Verstehen Sie? Oh. Wir können das wiederholen, wenn Sie... Gut. Darlings Schlüssel. Damit kommen wir in den Steinbruch. Nee. Astralnauten auch nicht. Fallakten, Heimdressur auch nicht. Das auch nicht. Schriftverkehr. Das auch nicht. Okay. So, warte mal. Was war das? Schwarzstein. Ist es das? Es gibt Bereiche im ältesten. Ja, genau, das ist das, was wir. Analyse gewandtes Objekt Nummer 52 AE. Sitzung 2. Ich werde damit beginnen, verschiedene Reize. Ja, genau. Ja, das ist. Und das da? Ein Sturm zieht auf Rad. Objekte macht. Okay. Kennen wir das? Das Ocean View Motel und Casino ist ein alter Freund. Ich glaube nicht. Als Agent im Außendienst habe ich in unzähligen Motels im ganzen Land übernachtet, während ich AWI untersuchte. Diese Motels verschwimmen wie im Traum, gleich und doch nicht gleich, überall und nirgends. Das Ocean View funktioniert nach Traumlogik und der Lampenzugschalter taucht an den unmöglichsten Orten auf. Manchmal agiert er sogar als praktischer Riegel, der alle draußen hält, die nicht in der Navigation der Traumwelt bewandert sind. Selbst Veteranen der Behörde finden nur einen Schlüssel im Motel. Den für die Tür mit der umgedrehten schwarzen Pyramide. Die vielen anderen Türen sind noch ein Geheimnis für uns. Hm. Wir sind alle nur Gäste hier.
selbst der Rat. Manchmal muss ich es besuchen, einfach nur um durchzuatmen. Es ist viel besser als das dumpfe, sterile Apartment, in dem ich allein meine Nächte verbringe. Und da kommt wohl auch der Whisky ins Spiel. Vielleicht haben wir die alle nicht. Northmore war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. Northmore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden, die Situation eindämmen. Northmore hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen, unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand, fast als Mutprobe. Ja, die Synchro ist spitze. Gut. Nein. Hä? Wir haben Level 5? Ah, wir haben Level 5 gerade wahrscheinlich eingenommen. Oder aufgenommen. Wo geht's hier lang? Gut. Mal anschauen. Auch wenn es nur Ritualimpulse sind. Gut. Dann schauen wir mal. Ah, da ist noch was. So, Nutzung paranatürlicher Elemente, Schwarzstein. Seit seiner Entdeckung hat der Schwarzstein es der Behörde erlaubt, in Sachen Isolations- und Verwahrungspraktiken große Schritte nach vorne zu machen. Dieser Bericht untersucht seine Struktur, die eine Dichte von aufweist und... Haben wir das schon? Brandschneiden. Technische Meister? Nee, glaube ich nicht. Okay, im Bereich von Blabla neutralisieren. Es werden Innovationen der Behörde mit integrierten Schwarzstein analysiert. Allen voran die Brandschneisen. Technische Meisterleistungen, die zukünftige Ausbrüche, Angriffe oder interne Bedrohungen unter Kontrolle bringen können, sollen. Es ist das Ziel dieses Berichts, Mitarbeiter der Behörde zu ermutigen, weitere Innovationen mit Schwarzstein zu erforschen, da die Arbeiten in diesem Bereich in den letzten Jahren deutlich stagniert sind. Entschuldigung. So, dann gehen wir weiter. BlackRock Query und Prozess. Dann gehen wir mal. Falsch. Alles hier ist total verrückt. Aber es fühlt sich richtig an. Wie die Welt sein sollte. Ich bin in einem endlosen Gebäude, das in verschiedene Dimensionen führt. Und ich will nicht weg. Selbst bei all dem Horror fühlt es sich gut an. Und richtig. Oder zumindest auf richtige Weise verrückt. Und mit diesen tollen Abschiedsworten, die ein bisschen seltsam sind, würde ich sagen... Ja, machen wir Schluss und das nächste Mal schauen wir, wie die Schwarzsteine ja, gemacht werden, beziehungsweise
ja, wie daraus die Prismen gemacht werden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.